Hallo, mein Name ist Daquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Japan und der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 30 und wir stehen weiter auf Rang 1 mit 256 Siegpunkten. Aber wie ihr sehen könnt, werden wir hier gerade angegriffen und zwar von Griechenland. Der Krieg hat jetzt doch schon begonnen, es ging jetzt alles sehr schnell. Sie waren nicht sehr zufrieden damit, dass wir hier in Perm einmarschiert sind. Sie haben das quasi als Kriegsgrund unsererseits gesehen, als Angriff auf sie und damit jetzt direkt den Krieg erklärt. Nicht mal erklärt, sie haben einfach angegriffen und bombardieren seit ein paar Stunden unsere Armee hier. Wir haben gerade noch so hier Perm die Hauptstadt eingenommen, was gut für uns ist, denn wir bekommen Moral, wir bekommen Geld und vor allem haben wir damit einen kleinen Puffer gebaut zwischen ihnen und uns. Aber der Schaden ist bereits enorm. 33.000 Verluste und ich muss, glaube ich, auch jemand dringend per Gewaltmarsch raus, um den nächsten Tick nicht noch aushalten zu müssen. Und dann werden wir hier rausgehen und sammeln und neue Truppen reinschicken. Und dann geht's hier richtig los. Denn wir müssen jetzt hier kämpfen. Und ich bin noch, muss ich sagen, nicht zu 100% bereit dafür. Wir hatten ja eigentlich noch vor, erstmal Kasachstan einzunehmen, hier oben erstmal alles ruhig zu lassen, Infrastruktur auszubauen, Eisenbahn, das volle Programm und dann loszulegen. Jetzt herrscht hier schon Krieg, ist ein bisschen blöd, aber wir haben, denke ich, alle Mittel, um es tatsächlich auch zu schaffen. Denn bislang ist Griechenland jetzt auch nicht so stark. Sie haben natürlich hier eine große Armee, die 67. mit 600.000 Truppen und 27 Artis. Weitere Artis kommen heran, wir wissen dank Spionage von ihren Truppen in der Region. Aber das ist jetzt gar nicht mal so schlimm, denn wir haben zwar selbst etwa gleich viel Artis, aber ich denke mal, eine viel bessere Produktion und viel mehr Reserven, die alle herankommen, große Armeen, die noch in Reserve stehen, viele Truppen, die hier im Süden aktiv waren, gegen Xinjiang, gegen Tibet, gegen Nepal, die kommen jetzt erst alle langsam an und wir haben ja auch noch unser Ass im Ärmel, nämlich unsere Bomber und das werden auch immer mehr. Wir haben hier bereits drei Bomber und ein Jagdflugzeug, ein weiterer Bomber ist gerade unterwegs, fliegt durch Nordchina. Und weitere Bomber werden gebaut. In Hiroshima ist der nächste Bomber morgen fertig. In Kobe ist ein Jagdflugzeug im Bau, auch für übermorgen. Und in einer Stunde wird in Sendai ein weiterer Bomber fertiggestellt. Dazu kommen noch schwere Panzer, die kommen gerade aus Korea. Und wir haben auch weitere Artis in Produktion, quasi überall. Seoul, Adong bauen noch welche aus. Bangkok baut noch eine Arti oder hat bereits gebaut, kann gerne noch eine Arti bauen. Und wir haben auch das Glück gehabt, dass wir sehr viele Gebiete erobert haben von Xinjiang relativ unbeschädigt, nämlich deren gesamte industrielle Mitte, deren wichtige Provinzen hier, Korla, Hami, Dihua, all diese Gebiete haben viele wertvolle Fabriken mit Feng ebenfalls, die wir jetzt aufrüsten können. Korla sogar mit einer Level 4 Fabrik, unbeschädigt, mit einer Eisenbahn, also wirklich wunderbar. Und da bauen wir jetzt kräftig aus, investieren hier heftig rein und werden dann dort lokal auch Artis produzieren können. Wenn die Moral besser ist, noch mehr. Und das wird uns natürlich richtig gut tun. Ich sehe gerade, ich habe noch vergessen zu bauen. Da werden wir mal ganz kurz uns selbst dran machen und hier mal alles auswählen. Ich habe übrigens gerade das neue Mikrofon-Setup zum ersten Mal drinne. Ist jetzt alles anders, neues Audio-Overlay, neue Einstellungen, ganz viele neue Filter. Ich hoffe, das ist halbwegs okay. Es ist noch nicht ganz fertig, da bin ich noch am Arbeiten dran. Aber das wird, hoffe ich, demnächst dann alles richtig perfekt sein, also auch von den Settings her. Ich bin noch am Ausprobieren. Es sollte eigentlich schon relativ final sein. Ich werde gleich dann hören, wie es klingt. Ich hoffe gut. Und dann können wir auf dieser Basis auch dann Dinge machen wie Streams und so und alles dann schön gleichmäßig haben. Das wird so toll. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, hier können wir auch ausbauen. Wir könnten auch eine Arti bauen. Dauert zwei Tage. Gerne. Und dann haben wir das schon mal gemacht. Hier ist auch noch eine Fabrik. Aber hier würde ich erstmal nur die Festung bauen, weil ja auch die Türkei, das Osmanische Reich, sehr stark an der Grenze steht. Ich will eben jetzt nicht angegriffen werden. Die Gefahr besteht allerdings. Ach, das bin ich. Ich wollte gerade sagen, warum sind die in meiner Koalition? Die hier. Die sind zwar nicht mit Griechenland alliiert, aber sie könnten natürlich durchaus kooperieren, weil ja aktuell quasi unsere Koalition der Hauptfeind ist. Ne? Das macht schon Sinn, dass die beiden kooperieren. Da müssen wir aufpassen. Ich hoffe, dass die Philippinen bereit sind, hier möglicherweise einzuschreiten. Die haben zum Glück nicht viele schwere Waffen, aber dafür haben sie eben viel Infanterie. Und wir haben aktuell nichts, was wir dem entgegensetzen können. Das ist mein großes Problem hier und da hoffe ich eben darauf, dass wir durch unseren Ally hier eben viel Hilfe bekommen, dass die es schaffen werden, hier die in Zaum zu halten. Sie haben durchaus eine gute Armee hier. 9 Artis, 2 weitere Artis, noch eine Arti hier.
schwere Panzer, das sollte eigentlich reichen, auch wenn sie gerade sehr busy sind im Süden mit Australien, da komme ich auch gleich, da sind wir auch involviert. Ich denke mal, insgesamt werden sie uns helfen können. Wir werden auch übrigens jetzt hier noch diese kleine Enklave einnehmen, die ist ja auch jetzt schon länger von uns umstellt. Wir haben überall Truppen hingesetzt, wir werden hier diese Speer ausschalten, an die Provinz einnehmen, damit werden sie einen wichtigen Zugang verlieren und wir bekommen noch eine extra Marschroute, was auch super ist. Und wie bereits eben gezeigt, wir sind gerade aktiv im Krieg gegen Australien, Westaustralien, denn das war ja so der Auftrag gewesen für die Philippinen, das einzunehmen, aber das hat sich als relativ schwer gestaltet, denn die haben Bomber und die fliegen hier sehr aktiv Angriffe auf die philippinischen Einheiten in Indonesien und die verlangsamen den Fortschritt zunehmend und deshalb bombardieren wir jetzt hier Darwin, die Hauptstadt, oder nicht die Hauptstadt, aber zumindest die Hauptkampfprovinz hier oben mit Fabrik, mit Flugfeld. Und versuchen eben dieses Flugfeld zu zerstören. Das ist das Ziel. Sie haben ja auch Flugzeuge in der Luft, die werden wir aber abfangen können, dank unserer Luftabwehr, der Kreuzer. Und hoffentlich fällt dann eben das Flugfeld hier. Da ist noch irgendwo eins im Süden, glaube ich, hier in Port Hedland oder in Dampier. Und wenn dann die zerstört sind, dann werden wir hier zumindest die Bomber aufgehalten haben. Ach, hier in Warburton, da können wir leider nicht helfen mit. Aber zumindest können wir die Angriffe von Darwin aus auf Brunei hier, oder auf Borneo, Verzeihung, stoppen lassen. Und dann werden sie zumindest dort nichts mehr in Reichweite haben. Und ich denke mal, dann werden die Philippinen es auch schaffen können, hier oben zu landen. Und da werden sie meine Hilfe nicht mehr allzu sehr brauchen. Das ist die Idee. Übrigens auch aufgetaucht sind jetzt hier Truppen aus Madagaskar, also Späher, die jetzt hier stehen. Was ein guter Call ist, denn ich sollte auch langsam mal damit anfangen, Späher auszubilden und rauszuschicken. Denn das haben wir jetzt lange verschmäht. Und das machen wir jetzt eben mal. Damit wir auch wissen, was von Afrika kommt, denn die Afrika-Koalition ist ja ein zukünftiger Feind von uns. Wir werden das mal so machen, ein kleines Sperrnetz etablieren, damit wir wirklich wissen, was hier passiert. Und dann kann uns hier zumindest nichts mehr überraschen oder so, das wäre ja äußerst blöd. Und dann, ups, nicht so, dann machen wir das gleiche noch hier oben. Da brauchen wir aber nicht sehr viel, und zwar einmal so. Genau, dann wissen wir, ob hier was durchkommt. Das wird gut sein. Hier unten ist noch Australien, genau. Der Pazifik ist ja quasi schon ganz uns. Da wird es erstmal keine Gefahr geben. Da haben ja unsere Allies auch gut sich hier mit Festballons reingestellt. Die haben da volle Sicht. Die Landung hier übrigens in Afrika läuft weiter sehr gut. Von der Westsahara aus wurde jetzt hier der größte Teil von Marokko eingenommen. Deren Armeen wurden zerstört. Und aktuell baut man sich auf jetzt hier mit Truppen auch aus Österreich und der gesamten Koalition in Südmarokko. Denn sie wissen natürlich, dass das der Hauptort der Verteidigung jetzt ist. Aber sie lassen aktuell einfach mal Lissabon offen. Und das werden unsere argentinischen Allies mit viel Stärke ausnutzen können. Große Armeen landen dort an. Da wird auch Österreich alt aussehen. Und aktuell läuft bereits die Invasion von Schottland und von Irland. Österreich steht da, aber wer weiß wie lange noch. Das sieht für diese Allianz wirklich sehr schlecht aus. Also ich glaube, die sind quasi schon besiegt und Griechenland weiß das und sie wissen, sie müssen wohl vielleicht einfach mich besiegen, um noch irgendwie einen Platz zu bekommen in dieser Koalition. Ich nehme an, das ist ihre Hoffnung, dass sie quasi mich militärisch schlagen, meine Armeen zerstören und dann sagen können, hey, ich habe gerade hier eben Japan besiegt, warum trete ich nicht euch bei, wir teilen uns Japan auf. Und damit kann ich den Rundensieg mitnehmen. Ich nehme an, das wird ihr Plan sein, denn ich glaube, sie wissen, dass ihre Allies hier drüben verloren sind. Sie sind auch ein ziemlich hohes Level, sie spielen gut, die haben viel Erfahrung, die werden das hier nicht zum ersten Mal machen. Und dementsprechend, glaube ich, haben die natürlich schon gesehen, was hier an die Wand geschrieben ist und wissen, dass diese Runde für ihre Koalition verloren ist. Zumindest kann davon ausgegangen werden. Aber ja, das Wichtigste ist eben jetzt der Krieg hier oben. Sie werden auf jeden Fall Perm einnehmen wollen, das ist klar. Sie haben uns jetzt noch in Reichweite. Wir werden nochmal weiter rennen, das ist erstmal nötig. Ich würde ungern weiter Truppen verlieren. Und dann werden wir eben unsere Armeen neu formieren müssen. Wir müssen eventuell auch noch Tumen aufgeben. Wir müssen eventuell hier oben noch weitere Gebiete aufgeben. Ich habe jetzt nicht die besten Armeestützpunkte hier oben. Das ist ein bisschen das Problem gerade. Unsere Truppen sind eben weit aufgeteilt. Wir werden mal sehen, wie wir das machen. Wir kommen zum Glück alle bald am Sammelpunkt Novosibirsk an. Da kommen wir gerade alle hin, alle Truppen. Auch die neu gebauten, auch die Truppen aus dem Süden kommen dorthin. Das wird dann eine relativ stattliche Armee werden. So schon mal gar nicht. Wir können ganz kurz schauen, wie man das mal alles ansehen könnte. So ungefähr. Wir haben da nämlich eine Verstärkung von 500.000 Truppen etwa. Na gut, 450.000. 13 Artis, 2 Panzerwagen und 2 schwere Panzer, sowie die ganzen Bomber und Jäger. Das ist schon ordentlich. Und das kommt eben zu dem, was wir bereits hier haben. Was ja auch bereits ganz gut ist, nämlich eine volle Stärke von 400.000 Truppen, 14 Artis, 2 Fässerballons, 1 Panzer und 2 schweren Panzern.
Und wir können pro Tag im Idealfall dann über 10 Artis bauen. Das werden wir auch machen. Wir werden jetzt auf Artis uns fokussieren. Und wir haben ja immer noch die Bomber. Und damit hoffe ich dann eben, kann ich einzelne ihrer Truppen schwächen. Zum Beispiel diese hier würde ich gerne abfangen. Das wird auch bald möglich sein, wenn die in Reichweite kommen. Ich habe leider kein Flugfeld näher dran. Wir bauen aktuell in Omsk ein Flugfeld dafür. Aber das wird noch ein bisschen dauern. In Novosibirsk ebenfalls. Und im Notfall ist dann die Idee, dass wir eben eine Linie Novosibirsk, Kolpaschewo und hier oben den Norden mit der Provinz dann halten. Notfalls eben einen Rückzug von Kolpaschewo nach Tomsk, wo ich auch mal jetzt eine Festung ausbauen werde. Hier oben bauen wir noch die Eisenbahn, das ist okay. Und dann werden wir eben einfach durch bessere Produktion gewinnen. Wir können diese Gebiete gerne aufgeben, also alles hier bin ich bereit aufzugeben, um dann eben meine Armeen zu sammeln, kein Risiko einzugehen und dann ihre Armee zu stellen in einem großen, entscheidenden Gefecht. Und dann würden wir quasi darüber diesen Krieg dann entscheiden mit einer großen Schlacht, eben durch Bomber, die vorher die ganzen Truppen geschwächt haben, um das einfacher zu machen für uns. Und indem wir eben wie immer keine harte Linie bauen. Wir haben mehrere Linien, wir werden eben hier noch ein bisschen halten, werden hier ein bisschen halten, uns zurückziehen, Zeit kaufen für die Bomber, Zeit kaufen für die Reserven. Und dann, wenn alles bereit ist, wenn alles da ist, dann greifen wir an. Ihr kennt ja meine Strategien, ihr wisst, wie ich das mache. Und genau so soll es für uns immer nicht laufen. Ich will eigentlich nie große Risiken eingehen. Ich möchte nie wirklich harte, nicht flexible Linien bauen, weil die eben so riskant sind. Du verlierst so viel und es macht einfach im modernen 1914 nicht so viel Sinn. Genau, wir werden die Truppen aus Soest, ich weiß, das heißt nicht so, auch mal abziehen. Ich denke, die brauchen wir auch im Norden. Dann kann sich eben die Philippinen hier noch Gilgit schnappen, das sollte okay sein. Und dann können die im Norden helfen, 10 Stunden, das ist gut. Weitere Truppen haben wir gerade nicht zur Verfügung. Wir haben aber insgesamt eine Militärstärke von 1,247 Millionen, was ziemlich gut ist. Das sind einige Truppen. Griechenland hat bestimmt um die 800.000, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen mehr. Ich glaube, die hatten sogar mehr gehabt, da haben wir gestern mal geschaut, ne? Die hatten, glaube ich, sogar nicht so wenig, obwohl, doch, die haben weniger. Die haben 6%. Die werden so um die 900.000 haben, würde ich mal schätzen. Und wir haben natürlich fast dreimal so viel Industrieproduktion, obwohl nicht ganz. Wir haben etwas mehr als doppelt so viel Produktion in der Industrie wie sie, was gut ist. Und wir wachsen weiter. Ihre Möglichkeiten sind begrenzt. Und mit der Hauptstadt von Perm, die wir eingenommen haben, wenn wir noch mehr Produktion haben, also wir sollten bei irgendwie 650, 700.000 Tonnen stehen jetzt. Das ist schon ziemlich gut. Also ich glaube, da haben sie keine Chance mitzuhalten und sollten wir in der Lage sein, sie auf jeden Fall damit militärisch besiegen zu können. Das Gute ist, wir wissen auch, dass sie eine Fabrik haben in Luhansk. Das heißt, ich werde dort mal aktiv werden und ich werde hier heute Nacht mal richtig böse deren Produktion zerhämmern. Wir werden mal einen ganzen Haufen Spione einstellen und mal 5 davon nach Luhansk schicken. Wir werden ebenfalls mal in Griechenland selbst sabotieren, und zwar mal hier, wo wir auch wissen, da stehen viele Gebäude. Da werden wir mal einige Spione rekrutieren, gleich mal 10, und hier heftig rein spionieren und hoffen, dass wir damit deren gesamte Produktion zerstören können. Wir haben auch sehr gute Reports bekommen aus den ganzen Ländern hier. Wir haben aus dem Osmanischen Reich auch was bekommen. Das ist, glaube ich, aber von... Das ist von uns doch, stimmt. Das ist von uns. Und hier sehen wir, dass sie aktuell ein U-Boot bauen, einen schweren Panzer bauen und das war's. Griechenland ist hier sehr aktiv auf dem Markt, hat selbst auch gar nicht so viele Ressourcen. Sie haben einen Mangel an Baumaterial und an Geld, wie jeder sonst auch. Und auch sie bauen hier eine Kavallerie, wir haben Geld geklaut, wir haben Spione verloren, das war zu erwarten. Sie bauen sehr merkwürdig, sie bauen noch Panzerwagen, sie bauen eine Arti, zwei Artis und ein Flugzeug. Ich glaube, Griechenland geht auch das Geld einfach aus und die Ressourcen. Sie können keine Produktion machen wie wir. Sie können nicht immer 100% auf Fließband produzieren, eben artig. Sie müssen auch billige Einheiten bauen, weil sie einfach nicht die Ressourcen haben. Das ist für uns ein sehr gutes Zeichen. Und die reden hier. AC Desert ist wer? Wer ist AC Desert? Ach, AC Desert Red, das ist hier unten, das ist hier Mosambik. Und damit die schreiben miteinander. Okay, die werden wohl vermutlich kooperieren. Wundern sich über Mexiko und Argentinien. Wir wissen nicht, wann das war. Wir wissen nicht, wie lange das her ist. Ich nehme an, das wird noch vor der Landung gewesen sein. Und wir wissen eben, dass Griechenland mit uns viel geschrieben hat. Sie haben uns öfters mal angeschrieben bezüglich Kooperation. Ich habe sie geghostet, weil klar war, das wird nicht passieren. Wir haben offensichtlich einen Gameplan.
Ja, von daher haben wir das ignoriert. Jetzt ist klar, dass sie eben hier Krieg auch wollen oder dass sie wissen, dass wir eben angreifen werden. Kann man die nicht verübeln. Wir rennen jetzt erstmal weg. Sie sind auch mit Gewaltmarsch unterwegs. Okay, okay. Wir sind fast außer Reichweite. Werden sie outrunnen können. Sie werden zwar Perm einnehmen, das ist doof, aber sie sollten uns nicht erwischen können. Und selbst wenn, werden wir ziemlich böse reinhauen. Und dann, wie gesagt, die Bomber sind bereit. Wir können leichte Verluste hinnehmen. Wir haben, wie gesagt, auch bessere Produktion. Das heißt, ich mache mir da nicht so sehr ins Hemd. Wir sollten aber auch nochmal ein paar weitere Flugfelder bauen. Einfach nur für den Fall, dass wir eben auch Reserven haben. Sollten eben einzelne Flugfelder auch unnutzbar werden, würde ich gerne noch ein paar weitere in Reserve halten. Das machen wir mal schnell. Hier bauen wir bereits aus, haben wir bereits Flugfelder. Es geht eigentlich sogar, ist gar nicht so schlimm. Wir haben sogar einige da. Wir machen das mal so und bauen dann noch eins hier drüben irgendwo. Hier bauen wir die Hauptstadt, stimmt. Müssen wir aufpassen drauf, dass die nicht fällt. Und dann nochmal ein Flugfeld hier. Und dann sollten wir damit in der Lage sein, das hier relativ gut alles bewachen zu können. Ja, ich will mein Bestes geben. Es wird jetzt wieder erstmal ein bisschen eklig. Wir werden auf jeden Fall heute Gebiete verlieren. Wir werden vermutlich auch Tumen verlieren. Und Co. Also diese Gebiete hier werden wir nicht halten können, davon gehe ich aus. Wir sind noch nicht bereit dazu, wir werden erst morgen richtig losschlagen können. Morgen Abend etwa erwarte ich einen Gegenschlag von uns zum ersten Mal, bis auf die Bomber. Das heißt, wir werden das erstmal passieren lassen, sie kommen lassen und dann in unserem eigenen Terrain mit unseren eigenen Regeln kämpfen. Und dann werden sie da keine Chance gegen uns haben. Und im Notfall haben wir noch Festungen in Irkutsk, in Mokotuja. Wir haben noch einige Gebiete dort befestigt. Ulaanbaatar ist noch sehr stark befestigt. Xinjiang war sehr stark befestigt, ist nicht mehr wirklich alles da. Also wir sind da eigentlich ganz sicher. Ich mache mir da keine Sorgen. Und wie gesagt, ihnen wird die Puste ausgehen. Sie haben nicht viel Produktion. Ihr Land ist klein. Sie haben gerade mal 73 Provinzen. Wir haben stolze 160. Wir haben mehr als doppelt so viel. Das heißt, jeder Verlust für sie ist deutlich schlimmer als Verlust für uns. Wir können jede Arti einfach ersetzen. Sie können das aktuell nicht. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.